So, willkommen zum nächsten Video. Wir haben in dem Video schon, in dem vorigen Video schon eine ganze Menge geschafft. Wir haben unser Menü schon gebaut. Wir können mit unserem Spieler schon durch unsere verrückte Welt durchlaufen. Es drehen sich schon Objekte und wir können sogar schon unseren Würfel oder unsere Beinwürfel sogar aufheben und durch die Gegend tragen. Juhu! Schön. Jetzt wollen wir ja sowas machen, dass wir, wenn wir mit dieser Platte hier kollidieren, dass diese Platte sich nicht mehr drehen soll. Das heißt, wir müssen in dieser Platte irgendwas mit Kollision machen oder wir müssen mit dieser Platte irgendwie merken, okay, ich bin irgendwie kollidiert mit irgendetwas und dann müssen wir von dieser Platte eine Information zu dieser Platte schicken, dass die sich nicht mehr drehen soll. Das Erste, was wir machen, ist, wir wollen dieser Platte hier einen Collision-Sensor geben. Kollision. Und dann wollen wir eine Nachricht verschicken zu unserem Hindernis 1, hatte ich das benannt. Und zwar mit dem Subjekt Kollision. Das ist wie so eine Art E-Mail oder WhatsApp oder so. Das heißt, diese Nachricht schickt der Nachricht eine Information. Achtung, mit mir hat es ist etwas kollidiert. So, was du damit machst, ist dein Problem, aber ich bin auf jeden Fall kollidiert. Damit das auch umgekehrt geht, kann man Kollision invertieren, also umdrehen. Das heißt, wenn mit mir nichts kollidiert, dann schicke auch wieder eine Nachricht im Sinne von mit mir ist nichts kollidiert. Also sowas wie Not Collision. Okay? So, damit kann ich diese beiden Objekte hier logisch miteinander verknüpfen und ja, irgendwelche Sachen daraus dann folgen lassen. So, was daraus folgt, ist das Problem dieser Platte hier. Und da sind wir jetzt auch. Das heißt, diese Platte dreht sich ja und die soll sich nicht mehr drehen, wenn mit der anderen etwas kollidiert. Das heißt, ich brauche einen Sensor, der eine Message empfängt mit dem Subjekt Kollision. Und wenn ich das kriege, dann soll ich mich nicht mehr drehen. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Und zwar haben wir unseren Always hier oben drin. Das heißt, diese Platte dreht sich eigentlich immer. Egal was im Spiel passiert, immer soll sich diese Platte drehen. Und damit wir da so ein bisschen Spielraum haben, fügen wir dieser Platte ein Property hinzu. Das mache ich hier rechts. So, Game Property. Und dieses Property nenne ich mal Drehung. Das ist ein Integer und der ist am Start 0. So, jetzt sage ich, wenn dieser Wert 0 ist, dann dreh dich. Wenn der Wert 1 ist, dreh dich nicht. Okay? Das heißt, ich kann meinem Always hier oben füge ich mal ein Property hinzu. Dieses schiebe ich mal einmal nach oben. Und zwar Drehung 0. So, jetzt dreht sich das Ding nur, also dieser Kreis hier oben ist nur komplett, wenn ich, also wenn es immer ist, also das Spiel startet und die Property 0 ist, dann dreh dich. Wenn die Property nicht 0 ist, dann wird das Programm hier nie hinkommen und das Ding wird sich nicht drehen. Das heißt, wenn diese Platte die Information kriegt, Call, also Collision, dann dreh dich nicht mehr und setzt die Property Drehung auf 1. Okay, damit verändern wir diesen Property-Wert, der verhindert, dass sich die Platte die ganze Zeit dreht. Probieren wir es mal aus, man kann ja Fehler sehen den ganzen Tag. Jetzt kollidiere ich mal mit dem Spieler und die Platte hört sich auf, sich zu drehen. So, wenn ich jetzt runtergehe, dreht sie sich nicht weiter. Das haben wir noch nicht eingestellt, das machen wir jetzt. Das heißt, wenn wir uns nicht weiter drehen, dann kriegt diese Platte ja die Information Not Collision. Also mache ich wieder eine New Message. Not Collision. Und dann kann ich eigentlich, ich mache es ordentlich, Not Collision. So, das heißt, wenn ich eine Nicht-Kollision empfange, dann muss ich eigentlich nur die Property-Drehung auf 0 setzen, denn mein Always tickert ja die ganze Zeit. Okay, also wenn ich Not Collision empfange, dann setze ich die Property auf 0. So. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Stopp, dreht sich weiter. Stopp, dreht sich weiter. Stopp, dreht sich weiter. So. Wie schön. Und jetzt theoretisch müsste das auch schon mit dem Würfel hier funktionieren. Platte dreht sich. Ich bringe mal darauf. So. Und leg den Würfel dann hier hin. So. Oh, das war nicht so gut. So. Juhu. Und das funktioniert. Wie schön. Und jetzt habe ich hier schon eine richtige Spiellogik so schnell eingebaut und wurde von dem Glasteil runtergefüllt. Ach nee, der Würfel ist runtergefallen. Ach, das ist natürlich Pech. Naja, auf jeden Fall funktioniert das. Wie schön. Das gleiche kann man dann auch für die blaue Platte hier hinten machen. Das heißt, unsere Platte, da soll ja was rauf,
kriegt einen Sensor mit Kollision. Genau. Und eine Message an Hindernis, das ist Hindernis 3. Subjekt Kollision. Achtung, du, ich bin kollidiert. Genau das gleiche invertiert. Hindernis 3. Nicht kollidiert. So, damit sind wir da fertig. Jetzt kriegt die Platte hier oben auch wieder ein Game Property, nämlich Drehung Integer 0 und Sensor Property Drehung 0. Dann dreh dich bitte. Wenn du jetzt die Nachricht bekommst, Kollision, dann dreh dich bitte nicht und setz Property Drehung auf 1. Achso. Noch ein End-Controller da rein. So, und wenn du die Nachricht bekommst, ich kollidiere nicht mehr, dann setz bitte den Property Drehung auf 0. So, das probieren wir gleich mal aus. Achso. Ach, halt, ich kann ja da so talentiert rüberhüpfen. Oh, oh, oh. Na. Legen wir doch den Würfel drauf. Ah, komme ich da vorbei? Jawohl. So, blaue Platte dreht sich. Ich hüpfe drauf, blaue Platte dreht sie nicht. Dreht sich, dreht sie nicht, dreht sich, dreht sie nicht. Schön, dann kann ich auch meinen blauen Würfel holen. Den haben wir ja auch schon programmiert. Der hat wieder mal keine Lust. Ich glaube, die Würfel müssten ein bisschen kleiner sein, weil ihr seht, dass ich ihn jetzt genau vor der Nase habe. Und das kann mir bei manchen Sachen Probleme bereiten, aber hier nicht. So schwierig ist das Spiel auch nicht. So, und damit haben wir unser Spiel schon fast fertig. Also, die Kollision funktioniert. Ich kann Objekte raufgeben und muss mich beeilen. Der blaue Würfel stürzt gleich runter. Ui, ui. Das heißt, was jetzt noch passieren muss, ich muss bei einer Kollision mit dieser Platte hier, möchte ich gerne in Level 2 kommen. Und das machen wir im nächsten Video. Und im nächsten Video fügen wir auch noch ein paar Sounds ein und machen die Welt noch so ein bisschen düster. Denn ihr seht, ich kann jetzt hier endlos blicken und wir wollen da so ein bisschen Nebel einfügen. Aber das machen wir im nächsten Video.